ist ja auch stark, dass einige von euch finden, dass ich jetzt hier rumbrüllen sollte. Meine Frau wäre begeistert und meine Kinder fänden es bestimmt total super. Halbzeit, wenig Punkte, das ist nicht so überraschend in einem Spiel 7, in einem so entscheidenden Spiel, aber die Spannung ist natürlich unglaublich. Wer mich jetzt gerade in der Schlussphase der ersten Halbzeit sehr begeistert hat, war Dwayne Wade. Ist es eigentlich 2005 oder was ist hier los? Nein, also er übernimmt da jetzt stark. Bei LeBron James fällt auf, wenn sie die Spaceline abspielen, also niemand, der da unterm Korb dicht macht, also kein Bosch oder kein Haslam, dann tut sich LeBron James mit Abstand am leichtesten. Und das ist dann sein Spiel, das haben wir gesehen, wenn er dann variiert mit Ziehen zum Korb und dann auch mal den ein oder anderen Dreier getroffen hat. Also da ist aber natürlich noch viel Luft nach oben und das gilt natürlich auch für die San Antonio Spurs, denn was Leonard und auch Danny Green vor allem da bisher abliefern, das ist zu wenig. Es wird nicht nur gehen über Ginobili, über Parker und über Tim Duncan. Da muss noch irgendeine Option her in der Offensive. Und da ist einer der beiden gefragt. Aber Green wird sehr, sehr gut verteidigt. Da wissen natürlich die Heat längst, dass er in erster Linie ein guter Schütze ist. Ziehen ist nicht so seine Sache. Das scheut er ein bisschen. Und das Ding von Haslam an ihm, als er zum Korb gezogen ist, war übrigens kein Foul. Ich hoffe mal, dass es bis ganz zum Ende spannend bleibt. Nochmal, ich werde hier nicht rumbrüllen, kein Ratatatata in die Kamera. Denn dann gibt's Gelb, wenn nicht sogar Gelb-Rot. Und das will ja keiner. Also, wie gesagt, es ist nicht so außergewöhnlich, dass es nicht das absolut qualitativ hochwertige Spiel ist, aber ich hoffe mal, dass wir weiter von der Spannung leben werden. Ja, ich stehe im Dunkeln. Ja, es regnet. Ja, wir haben alle eine Meise. Aber ja, I love this game.